Hi! Dieses Festival ist nichts für empfindliche Personen, denn hier isst man zusammen mit 1000 anderen Menschen von einem großen Teller. Für die Herstellung dieses Feuertopfs wurden 1,5 Tonnen Lebensmittel benötigt. Würdest du es riskieren, es zu probieren? Ich glaube nicht, dass den Michelin-Inspektoren die Sauberkeit in der Küche dieses Mannes gefallen würde. Aber ich bin mir sicher, dass der Schein trügt und dass alles, was er kocht, unglaublich gut schmeckt. Und noch ein bisschen extremes Essen aus Thailand. Das ist ein echtes gegrilltes Krokodil. Wenn du versuchst, deine Kalorienzufuhr zu reduzieren, solltest du dir diese Bratmethode zu Herzen nehmen. Anstelle von Öl verwendet dieser Koch erhitzten Sand oder Salz. Das muss etwas knuspriger sein als in Öl gebratenes Essen. Das sieht wie ein echter Felsen aus, ist in Wirklichkeit aber ein Berg aus Fleisch. Ich hoffe, der Typ hat nicht vor, ihn ganz allein zu essen. Ja, deine Augen täuschen dich nicht. Er taucht die Teigstücke mit bloßen Händen in die Brühe. So wird Pani Puri zubereitet. Und während die einen darüber nachdenken, stehen die anderen bereits Schlange, um diese Köstlichkeit zu ergattern.
Obwohl dieses Getränk unglaublich lecker aussieht, ist es beängstigend, sich vorzustellen, wie viele Kalorien in so einem Glas stecken. Indien ist weltberühmt für sein ungewöhnliches Straßenessen, dieses Gericht hast du aber wahrscheinlich noch nie gesehen. Es eignet sich perfekt für alle, die von dem Brennen im Mund bei gewöhnlichen scharfen Snacks nicht genug bekommen können. Der Kerl erfüllt den Traum eines jeden Kindes und schüttet einfach alles in das Fass. Seinem Enthusiasmus nach zu urteilen, weiß er genau, was er tut. Das Getränk ist daher ohne Zweifel sehr lecker geworden. Der thailändische Streetfood-Markt ist ganz anders als alles, was du bisher gesehen hast. Deshalb trauen sich hierher nur diejenigen, die bereits alles gesehen haben und probieren ein paar Insekten. Dieser Mann hat keinerlei Empfindlichkeit gegenüber Hitze. Wie lässt sich sonst seine unheimliche Fähigkeit erklären, heißes Öl zu berühren, ohne sich zu verbrennen? Sieht so aus, als gäbe es doch noch Menschen auf der Welt, die die Kräfte der Natur kontrollieren können. Gut, dass er beschlossen hat, seine Kräfte zum Kochen einzusetzen. Wahrscheinlich haben Sie schon mindestens einmal in Ihrem Leben Rührei gemacht. Die Zubereitung dieses Gerichts in Indien ist definitiv nichts für Faulpelze. Solch eine Größenordnung ist verständlich. Der Koch hat viele Menschen zu ernähren. Das Beste an der indischen Süßspeise Jalebi ist, dass man weder einen Backofen noch einen Spritzbeutel braucht. Hauptsache, man hat keine zitternden Hände. Hello, Ajuma. 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 Hello, Aju
Diese Männer beschlossen, eine große Portion auf einmal zuzubereiten, die sie dann im Laufe des Tages nach und nach verkaufen. Mit dem Geschirr haben sie sich übrigens auch nicht viel befasst. Den Pilaf bekommt man übrigens in einer einfachen Tüte mit nach Hause. Du wirst schockiert sein, wenn ich dir erzähle, was genau sie herstellen. So sieht die Herstellung von Palmzucker aus. Ja, so sieht der Zucker aus, bevor er zu kleinen süßen Briquettes verarbeitet wird. Ist dir aufgefallen, wie viele Leute nötig sind, um diese riesige Pfanne zu heben? Das ist ganz schön anstrengend. Manche Menschen bleiben vor solch einem Stand nicht einmal stehen, sondern gehen so schnell wie möglich an ihm vorbei. Liebhaber von Meeresfrüchten lecken sich beim Anblick von Tintenfischen und Kalmaren wahrscheinlich schon die Lippen. Dieser Mann weiß über das Multitasking mehr als jeder andere. Er ist sowohl ein Koch als auch ein Fahrer. Eine tolle Idee für ein Straßenrestaurant. Man bestellt ein Gericht und während man es isst, wird man dorthin gefahren, wo man hin möchte. Dieser Fahrer verdient 10 von 5 Sternen. Man muss schon ein wirklich talentierter Koch sein, um aus etwas so Einfachem wie dem Kochen von Nudeln eine Show zu machen. Sie sind bestimmt ein paar Meter lang. Während mancherorts Eis oder Pfannkuchen als Straßenessen angeboten werden, kann man in Thailand mehrere Insektenarten probieren. Man sagt, es soll wie Nüsse schmecken. Guck dir nur an, was der Teig alles durchmachen muss, bevor er zu den leckeren, traditionellen japanischen Mochi-Kuchen wird. Das perfekte Gericht für Perfektionisten ist gefunden. Guck dir nur an, was für eine glatte Kugel der Koch aus einem hässlichen Stück Teig gemacht hat. Man kann sich damit trösten, dass es sich nur um ein skorpionförmiges Dessert handelt, aber nicht auf diesen Aufnahmen aus Thailand. Dieser Mann beschloss, das Servieren von Reis etwas abwechslungsreicher zu gestalten, indem er ihn in eine ungewöhnliche Form brachte, die einem Segel ähnelt. Eine tolle Idee, aber nur wenige werden es beim ersten Mal schaffen.
Dieser Mann lügt nicht, wenn er sagt, dass sein Wassermelonensaft zu 100% natürlich ist. In diesem Laden lohnt sich jeder Cent des Burgers. Guck dir nur die Vielfalt der Belege an, die der Chefkoch aufträgt. Einer dieser Burger könnte wahrscheinlich problemlos das Mittag- und Abendessen ersetzen, wenn man ihn nur aufessen könnte. Authentischen usbekischen Pila zu kochen ist nicht einfach, aber nicht für diese Kochprofis. Was glaubst du, wie viele Portionen das sind? Du bist es wahrscheinlich gewohnt, dass Fleisch am Spieß zubereitet wird. Wie wäre es aber mit einem Kuchen? Genauso wird Chakotis zubereitet. Der Name bedeutet auf Litauisch verzweigt. Genauso wird Chakotis zubereitet. Der Kuchen erhielt seinen Namen wegen seiner ungewöhnlichen Form, die dadurch entsteht, dass der Teig nach unten fließt und dabei Ausbuchtungen bildet, die an Äste erinnern. Was für ein ungewöhnlicher Schaschlik. Diese riesige Pfanne mit Fischpasteten am Spieß wird dem Strandbesitzer viel Geld einbringen, da es sich um eines der beliebtesten Straßengerichte in Korea handelt. Die Pasteten werden schneller ausverkauft sein, als sie zubereitet werden. Diese kleinen Bällchen heißen Takoyaki und sind in Japan sehr beliebt. In dieser kleinen Kugel steckt eine Meeresfrüchtefüllung, die von den Einheimischen so sehr geliebt wird. Du würdest doch nie auf die Idee kommen, dass da ein Oktopus drin ist, oder? Ich kann schon an der Farbe des Tellers erkennen, wie scharf die Soße ist. Und nein, die Nudeln werden nicht so gut schmecken, wenn man den Teller jedes Mal spülen wird. Manche Straßengerichte sind nicht dazu da, um satt zu werden, sondern um etwas Neues zu probieren. Dieser Typ grillt zum Beispiel einen Kaktus. Ein Haftungsausschluss für alle Fälle. Versuche nicht, etwas daraus zu machen, das zu Hause in einem Topf wächst. Wenn du schon mal in Indien warst, hast du vielleicht schon mal, ohne es zu wissen, diese Art von Brot probiert. Der Typ hat solche Skills, dass er die Zutaten bereits nach Augenmaß hinzufügt und dabei berücksichtigt, wie viel am Glas vorbeigeht. In dieser Küche gibt es definitiv keine strengen Regeln in Bezug auf die Sauberkeit auf dem Tisch des Küchenchefs. Das ist ein
尝尝尝尝现做的啊，现做的冰棍这玩意儿好什么好，这双手给它一捂啊，这啥这是红的，这饮料，这粉色的饮料什么玩意儿，这又是什么颜色的，这颜色没见过，会有Ein sehr erfrischendes Dessert, das der Typ buchstäblich mit seinen bloßen Händen gemacht hat. Nicht jeder würde es wagen, es zu probieren. Katlama ist ein beliebtes Straßengericht, das aus Teig und verschiedenen Gewürzen, insbesondere roten Chilischoten, besteht. Nur echte Liebhaber scharfer Speisen können dieses Gericht genießen. Wenn man sich genug Mühe gibt, kann man das Gericht übrigens auch zu Hause zubereiten. Dieser Mann verkauft seit 30 Jahren den beliebten Snack Dahi Wada. Linsenbällchen in Joghurt mit verschiedenen Gewürzen. Klingt gesund, oder? Außerdem kostet es weniger als einen Dollar. Durch die Zugabe von nur ein paar Soßen verwandelt sie Tofu in ein vollwertiges, leckeres Gericht. Lass dich von dem Bärengelee nicht täuschen. In Wirklichkeit handelt es sich um Schweineblut, das in China als Suppe sehr beliebt ist. Für manche ist es eine seltene Ekelsache, für andere ist es eine exquisite Delikatesse. Eine gewöhnliche Kartoffel würdest du bestimmt nicht auf der Straße kaufen. Doch wenn sie so aussieht, 10 Punkte fürs Marketing. Bevor Menschen Maschinen zur Herstellung von Nudeln erfanden, kam irgendein Genie auf die Idee, den Teig einfach durch ein Sieb zu reiben. Ghugni ist in Indien ein sehr beliebtes Gericht. Dazu müssen Kichererbsen viele Stunden lang eingeweicht, dann gekocht und mit verschiedenen Gewürzen verfeinert werden. Irgendetwas sagt mir, dass nicht jeder Magen für solch ein gastronomisches Abenteuer bereit ist. Fast alles, was du hier siehst, ist essbar und dazu auch noch lecker. Und noch leckerer ist es, wenn man es mit seinen Händen isst. Zum ersten Mal würde ich allerdings einfach nur da sitzen und abwarten, bis andere mit dem Essen anfangen, um zu verstehen, wie man das überhaupt macht.
Bei diesen Aufnahmen geht es gar nicht um das Aussehen des Kochs, sondern darum, wie sich gewöhnliche Zuckerwatte in seinen Händen in ein erstaunliches Kunstwerk verwandelt. Das sind keine gewöhnlichen Pfannkuchen, das sind sehr coole Pfannkuchen. In den Händen eines ungeschickten Kochs würde sich alles schnell in eine Pfütze unverständlicher Masse verwandeln. Dieser Mann ist aber sehr geschickt und schnell darin, Essen zuzubereiten, das wie ein Kunstwerk aussieht. Echte Kaffeekenner wissen, dass dieses Getränk in der Türkei traditionell auf diese Weise zubereitet wird, in erhitztem Sand. Bevor du einen Kommentar über die mangelnde Hygiene schreibst, solltest du bedenken, wie wichtig es für einen Koch ist, bei 40 Grad Hitze Handschuhe zu tragen, wenn man nach einer Abkühlung sucht. Jetzt sieht solch eine eisgekühlte Limonade sehr verlockend aus, nicht wahr? Das ist genau der Fall, wenn man nicht nur ein guter Koch, sondern auch ein begabter Künstler sein muss. Verrate in den Kommentaren, mit welchen Figuren du die Pfannkuchen bestellen würdest. Interessant, wie viele Extraportionen Peperoni man bestellen muss, um so viel Füllung unterzubringen. Wer genug von Geschmack von Mangos hat, sollte mal eine chinesische Straße besuchen und sie hier probieren. In den Kommentaren zu diesem Video wurde geschrieben, dass es sehr lecker sein soll. Doch diese ungewöhnliche Blume zu essen, ohne sich die Hände, das Gesicht und alles um sich herum schmutzig zu machen, wird wohl nicht funktionieren. Gebratenes Eis ist nicht nur lecker, sondern auch unglaublich spektakulär. Schreibe dir den Lifehack auf. Man kann das Entenfleisch noch saftiger zubereiten, indem man es direkt in der Melone zubereitet.